Zum Frühstück ein gutes Ei von den eigenen Hühnern genießen. Auch für Florian Klinger und Daniela Nussdorfer fing alles ganz klein mit einer Schar von 5 Hühnern an. Mittlerweile tummeln sich am Schneidergütl in Antering ganze 200 Hühner. Also als kleines Mädchen habe ich mir immer schon vorgestellt, dass ich mal auf einem Bauernhof leben möchte mit ganz vielen Tieren, weil ich ja sehr tierverbunden bin oder sehr naturverbunden. Normalerweise stehen wir um 6 Uhr auf, machen mal einen Kontrollgang, ob eh alles passt. Und dann gehen wir beide in die Arbeit. Und nach der Arbeit geht es nachher eigentlich erst ein bisschen los mit der Arbeit, weil, also mit der landwirtschaftlichen Arbeit dann, weil wir dann Eier abklauben müssen und ausmisten und alles, was halt so im täglichen Programm da steht. Und den Hühnern hier am Schneidergütl geht's richtig gut, denn sie leben in einem Luxushühnerstall. Der Hühnerstall ist in dem Sinne ein spezieller Hühnerstall, weil er nicht fix steht, sondern weil es sozusagen ein mobiles Hühnermobil ist. Wir sagen mal, wir haben unsere Campinghühner dazu. Dann haben sie immer frisches Grün zum Fressen und die Wiesen ist eigentlich nie so, dass wir ein Schlachtfeld da haben. Neben der Landwirtschaft ist Daniela als Physiotherapeutin tätig und Florian arbeitet bei der Salzburg AG in der Planung und Projektierung von Photovoltaik-Großanlagen. Sein wohl kleinstes Projekt befindet sich mitten am Dach des Hühnermobils. Es sind im Sommer eigentlich 6 Module mit einem Wechselrichter und einem Batteriespeicher. Und zusätzlich hat die PV-Anlage am Dach vom Hühnerstall eben ungefähr 1,6 kW und liefert 1600 Kilowattstunden im Jahr. Und mit dieser Energie betreiben wir alle Sachen, die im Hühnerstall so sind. Da werden die Auslaufklappen betrieben, da wird die Futterkette betrieben und alles, was der Hühnerstall hat, so braucht. Ja, es stimmt. Es ist jetzt nicht unbedingt alltäglich, dass in dem Umfeld irgendwie Hühnerstall eine PV-Anlage wer hat. Alle die, die nachher die PV-Anlage sehen, die sind schon begeistert und sagen, ey, das ist eine coole Idee. Und ja, das ist gefreut uns natürlich auf. Die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität spielen für Daniela und Florian natürlich eine große Rolle. Das ist für uns sehr wichtig. Also wir probieren schon seit einigen Jahren, gerade im Lebensmittelbereich, dass wir nur ökologisch erzeugte Lebensmittel einkaufen, beziehungsweise halt auch rundherum bei den Bauern einzukaufen, weil man einfach merkt, dass die Qualität von den Lebensmitteln deutlich besser ist und es schmeckt einfach. Wir verkaufen natürlich die Eier direkt, unter anderem hinter uns in unserem Hofladen. Und zusätzlich haben wir einen befreundeten Gemüsebauern in Eugendorf, auch bei dem verkaufen wir unsere Eier. Und jetzt seit Neuestem haben wir unten im Dorf einen Automaten stehen. Auch da sind unsere Eier und Nudeln erhältlich. Wir lassen von unseren Eier Nudeln herstellen. Und was auf Weihnachten natürlich nicht fehlen darf, das ist ein selbstgemachter Eierlikör. Beziehungsweise hin und wieder gibt es auch aufs Wochenende einen selbstgebackenen Kuchen von mir. Nach Omas Rezepten, weil die schmecken einfach am besten. Unsere Vision ist, dass wir grundsätzlich immer klein strukturiert bleiben und dass wir im Einklang mit der Natur den Hof betreiben. Mit ihrem mobilen Hühnermobil mit PV-Anlage leisten Florian und Daniela als echte Worldchanger einen großen Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Wenn Sie Tipps rund um diese Themen möchten, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.